Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit meinem Lesevlog September und zwar starten wir zusammen das Buch der 1000 Türen von Gareth Bourne. Tatsächlich habe ich das Buch schon beendet zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt diese Aufnahme mache, deswegen werdet ihr die Endsequenz in dem gleichen Outfit sehen, denn mir ist beim Herunterspielen von der Kamera sozusagen auf den Rechner aufgefallen, dass meine Startsequenz irgendwie abhanden gekommen ist. Also bitte wundert euch nicht, warum ich jetzt genauso aussehe wie am Ende. Das liegt daran, dass diese ersten 3-4 Minuten irgendwie gefehlt haben. Zum Glück sind alle Zwischensequenzen da. Das wäre schon sehr schade, wenn man ja so nach jeden 100 Seiten oder ich glaube immer so nach einem Viertel habe ich versucht, hier ein Update zu geben, wenn da was verschwunden gewesen wäre. Also liebe Leute, ja, denkt immer dran, frühzeitig eure Dateien auch von der Kamera runterzunehmen. Es geht auch mal irgendwas verloren. Ja, aber passiert. Nichtsdestotrotz möchte ich diesen Vlog mit euch hier natürlich starten. Ich lese das Buch als E-Book, wurde mir dankenswerterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt. Alle Infos findet ihr auch unten in der Infobox und auch die Zeitstempel. Denn auch ein Thema dieses Vlogs wird sein, dass ich euch mal rund um das Thema Füller, meine Sammlung, ich habe Tintenproben bestellt. Ich möchte euch da so ein bisschen was zeigen. Und werde da natürlich die Zeitstempel euch natürlich auch ein bisschen unten einblenden, sodass ihr seht, wann geht es um das Buch, wann geht es irgendwie um meine Füllersammlung, um die Tinten, wann geht es um den Gebrauch der Füller. Das werdet ihr alles ja unten in den Zeitstempel finden. Sollte euch also tatsächlich vielleicht das Füllerthema, das Schreibenthema nicht ganz so interessieren, dann könnt ihr da natürlich auch bei den Büchern weiter skippen. Ja, im Buch geht es um eine junge Buchhändlerin, um Cassie, die ja dort schon seit längerem arbeitet. Sie lebt zusammen mit ihrer besten Freundin Issy in einer WG. Und eines Tages hinterlässt ihr ein Kunde ein Buch und sie merkt recht schnell, dass dieses Buch irgendwie magisch ist, denn sie kann mit diesem Buch von Tür zu Tür reisen. Das heißt, wenn sie das bei sich trägt, sie stellt sich irgendeine gewisse Tür vor, kann sie, wenn sie durch eine normale Tür jetzt hier geht, einfach dort auch ankommen. Recht schnell merkt sie aber und erfährt sie dann auch vom Bibliothekar Drummond Fox, dass ihr Buch nicht das einzige Buch ist, dass es noch ganz unterschiedliche Bücher gibt und dass es natürlich auch Jäger dieser Bücher gibt, die es nicht ganz so gut mit der Welt meinen und dementsprechend eben wirklich sehr aufdringlich hinter diesen Büchern her sind, die Sammler sind und ja, wir natürlich so ein paar schöne Abenteuer erleben, ein bisschen auf Reisen gehen, aber natürlich trotzdem auch dieses Abenteuer dann verfolgen. Ja, ein Klappentext, der mich sehr, sehr, sehr angesprochen hat. Es hat mich so eine Spur mit einem anderen Hintergrund an Philipp K. Dicks Der Plan erinnert, da ging das ja mit Hüten. Allerdings war da ja die Hintergrundstory, dass es einen vorgegebenen göttlichen Plan gibt. Aber ich fand das ganz spannend, dieses Thema, wenn man ein Buch hätte und man würde einfach eine Tür öffnen, wie cool wäre das dann irgendwo herauszukommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich liebe es, wenn es in Büchern um Büchern geht und ich mag ja zum Beispiel auch Die unendliche Geschichte oder ich fand auch Tintenblut richtig cool oder Tintenherz, Tintenblut, Tintenherz war der erste Teil. Es gibt natürlich einige solche Bücher und ich bin einfach sehr gespannt, ja, wie mir die Geschichte gefallen wird und bin neugierig, ob ihr das Buch irgendwie auf dem Schirm habt, ob ihr es vielleicht auch schon gelesen habt, ob ihr es plant und ja, wünsche uns jetzt gemeinsam einen schönen Vlog. Ich hoffe, dass euch die beiden Themen Buch und Füller so ein bisschen begleiten dürfen durch diesen Vlog, dass ihr da auch ein bisschen Lust drauf habt. Schaut super gerne in die Infobox, da ist einiges verlinkt und auch die Zeitstempel und natürlich auch das Buch und ich wünsche uns jetzt ganz viel Spaß und schauen wir mal, wie das Buch dann auch so abschneiden wird. Ich möchte in dem Vlog auch einfach mal über meine Füllerliebe sprechen. Vor, ich glaube, gut 2 Jahren, 1,5 Jahren hat die liebe Sibby von Coyote Diaries, ich glaube, so ziemlich ihr erstes Füller-Video online gestellt. Ich verpacke ihren Kanal mal unten. Nein, nicht verpacke, ich packe ihren Kanal unten in die Infobox. Und ich habe jetzt tatsächlich, ja, im September, beziehungsweise, ja, es war auf jeden Fall schon September, ich habe Tintenproben bestellt und ich habe auch, ja, noch andere Dinge rund so um das Füller-Tinten-Dasein bestellt. Ich glaube, auch 2 normale Tinten. Und ich dachte, ich nutze diesen Vlog. Es wird jetzt herbstlich. Man schreibt jetzt vielleicht auch einfach wieder ein bisschen mehr in seinen Kalender, in sein Tagebuch, in Notizen und so weiter. Und ich dachte, ich zeige euch in diesem Vlog einfach mal meine Füllersammlung, wann ich meine Füller verwende. Und dann, wenn die Bestellungen sozusagen auch da sind, dann lasse ich euch da auch so einen kleinen Einblick gewähren. Es gibt ja unten einen Zeitstempel. Das heißt, ihr seht jetzt, wann kommt der Füllerpart, wann kommen sozusagen die Bücherteile. Und dann swippt ihr einfach, wo ihr hin wollt. Ja, ich glaube, meine Füller
Bücherliebe fing eigentlich schon in der Schulzeit an. Ich war eine der verrückten Mädels in den 90er Jahren, die irgendwie 10 Füller hatte, verschiedenste Farben hatte, verschiedenste Stärken, vom total angesagten dunkelblauen Lamy bis irgend so einem Kalligraphie-Füller, der irgendwie, keine Ahnung, 20 cm lang war, in einem wunderschönen Pink. Bei mir gab es alles. Also sogar durchsichtige Füller gab es und es mussten auch alle verschiedenste Tinten haben. Und einmal im Monat sind dann die Farben auch noch rotiert. Das heißt, sonntags wurden die Füller sauber gemacht, die Farben rausgenommen und dann mit neuen Farben bestückt. Und ach, es war einfach großartig. Dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich war dann schon jemand, der gerne mit diesen Gelschreibern geschrieben hat und dann auch mit diesen radierbaren, zum Beispiel von Friction. Und dann bin ich aber, ja, wahrscheinlich wirklich gut vor 1,5 Jahren mal wieder auf den Füller gekommen. Und ich glaube, Anstoß hat tatsächlich die liebe Sibi gegeben, als sie von dem tollen Schreibgefühl gesprochen hat. Und ich dachte, stimmt, mit Füller schreibt sich's tatsächlich einfach schöner. Und man nimmt sich auch einfach die Zeit. Und das finde ich bei einigen Dingen tatsächlich sehr, sehr schön. Und dann war ich hier, ich glaube mal nach einem Friseurbesuch, einfach im Müller in dieser Drogerie und habe mir diesen rosé-goldenen Online-Füller gekauft. Überhaupt nichts Besonderes, muss man einfach sagen. Ich würde sagen, ein ganz guter Einsteigerfüller, wenn man damit einfach mal beginnen möchte. Roségold ist auch einfach eine meiner Lieblingsfarben, wenn es um Metall geht, wobei ich auch hier was Goldenes und Silbernes habe und mich hat der total angesprochen. Der hat eine sehr dünne Mine, die ich fast schon ein bisschen zu dünn und ein bisschen zu kratzig finde, gerade dann, wenn man eben andere Füller tatsächlich irgendwie gewöhnt ist. Aber ich finde für, ich schreibe mal schnell was auf, ist der tatsächlich mit am schönsten und man neigt mit dem dann doch dazu, nicht ganz so schnell irgendwas hinzuschmieren, sondern es ein bisschen schöner zu machen. Dann habe ich auf Amazon einen Füller entdeckt in diesem wunderschönen Schwarz und Gold und ja, der sieht bestimmt irgendeinem Füller ähnlich und ja, über das große A brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht unterhalten. Aber wenn, wie ich hier, so ein bisschen ländlicher, es gibt ein Schreibwarengeschäft, wo ich auch dann einen Füller gekauft habe, wo man einfach nicht so hinkommt, bleibt einem manchmal nichts übrig, als online zu bestellen. Und der hier hat mich auf Amazon einfach angelacht. Der hat eine wundervolle, breite Spitze und mit dem schreibe ich wirklich mit am liebsten. Er hat ein wirklich schönes Gewicht, liegt toll in der Hand und ich liebe das einfach, mit dem zu schreiben. Das muss ich echt sagen. Das ist, glaube ich, so, ja, einer meiner Favoriten, mit dem ich sehr viel schreibe, sehr schön schreibe. Das einzige Problem ist, dass er recht dicke Tintenspuren hinterlässt, also die Schrift ein bisschen dicker ist und man muss sich da in Geduld üben, das auch einfach einen Moment sozusagen trocknen zu lassen. Aber sonst finde ich den wirklich super, super schön. Ich glaube dann einen, den ich in Leipzig, glaube ich, gekauft habe, ist dieser blauholzige hier unten, also es hat so eine Holzoptik mit einem goldenen Deckel und den dreht man im Grunde auf. Und er hat auch nicht wie einen normalen Füller auch so eine Klemme, ne, wo man ihn anklemmen kann, sondern er ist wirklich eigentlich wie ein Stift, also hat keine Extras, es kann nichts kaputt gehen. Ich finde ihn perfekt für unterwegs und dann dreht man ihn so auf und dann hat er, ich würde sagen, so eine mittlere Spitze zwischen dem Rosé und dem Schwarzen und ich schreibe mit dem wirklich unterwegs super, super gerne. Also ich habe den viel auch einfach mal in der Tasche dabei und mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob er irgendeiner Marke angehört. Nee, ich glaube, ich habe den in der Galerie Kaufhof mitgenommen. Ich bin mir aber gerade tatsächlich nicht sicher, welcher Laden es in Leipzig war, aber ich finde ihn super schön. Ich mag auch diese blaue Holzoptik vom unteren Teil. Er ist vom Gewicht auch so ein bisschen mittel. Also man merkt, wenn der Deckel ab ist, dass es ein bisschen leichter wird. Aber ich finde, der liegt wunderbarst in der Hand und ich mag es sehr gerne, mit ihm zu schreiben. Dann habe ich mir einen grünen Füller bestellt und das noch gar nicht so lang. Ich glaube, der hat aktuell auch noch gar keine Tinte drin. Richtig, der ist noch tintenlos, weil ich noch nicht so richtig wusste, welche Farbe hier am besten reingehört. Eigentlich müsste man jetzt natürlich eine grüne Tinte. Ja, ich bin manchmal so ein bisschen freakig. Den habe ich jetzt tatsächlich erst vor kurzem bestellt. Ich glaube auch einfach über Amazon. Da hat mich dieses wunderbare Grün einfach angesprochen. Auch, dass das untere Teil einfach andersfarbend ist wie oben. Gefällt mir richtig gut. Auch hier würde ich sagen, eine recht dünne Spitze, die sehr fein schreibt. Also ich habe ihn natürlich schon ausprobiert, aber noch nicht sehr viel geschrieben. Der ist relativ neu bei mir eingezogen. Ja, dann kommen wir zu einem, der ähnlich wie der Roségoldene wahrscheinlich einfach Steffi schreit, der wirklich Gold glitzert und total drüber ist. Und wie gesagt, es geht bei mir gar nicht darum, hochwertige Füller jetzt wirklich zu haben, sondern ich bin wirklich ein Optikmensch und dass sie einfach gut schreiben. Ich glaube,
Ich habe so 2, 3 Füller, dank Sibi, auch die ein bisschen teurer sind auf der Wunschliste. Aber ich hadere immer so mit mir, ob ich so mit Alltagsgegenständen dann wirklich so viel Geld bereit bin zu bezahlen, auszugeben. Aber vielleicht ist das ja auch mal was, wo man 3, 4 Freunden sagt, hier, wollt ihr mir nicht ein Geburtstagsgeschenk machen, Gutschein von dem Online-Shop zum Beispiel? Und ja, schauen wir mal. Und das Besondere hier ist, dass hier, aber da seht ihr wahrscheinlich jetzt nicht so gut, dass hier ein Drache vorne drauf ist. Also wenn man es so ein bisschen erkennt, mit roten Augen. Nein, das erkennt ihr wahrscheinlich tatsächlich nicht. Der hier hat hinterlässt eine wunderschöne Schrift, muss ich ehrlich sagen. Auch der schreibt ein bisschen dicker und hinterlässt durchaus auch mal den ein oder anderen Klecks, muss man einfach dazu sagen, weil er einfach doch sehr viel Tinte abgibt. Und wenn man eine Mühe zu lang auf dem Blatt bleibt, dann merkt man, okay, hier hat er zu viel Tinte hinterlassen. Ist ein bisschen schade, muss man ein bisschen wissen, wie man damit umgeht. Aber sonst mag ich den wirklich sehr gerne und schreibe mit dem auch sehr regelmäßig. Und dann auch ein Füller, der auch noch gar nicht so lange bei mir ist. Einfach schlichtes Silber, hat mich total angesprochen, hat mir super gut gefallen. Und hier auch tatsächlich so eher eine dickere Spitze. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da immer irgendwie, ja, da steht, glaube ich, tatsächlich irgendwas drauf, aber das kann ich nicht lesen. Und den habe ich jetzt auch schon einige Male verwendet und mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Ja, das sind sie, meine aktuellen Füller. Ich habe noch 2, 3 etwas günstigere auf der Wunschliste. Gerade zum Beispiel so ein bisschen was mit Pastell. Und ich habe auch einen knallroten irgendwie noch. Da muss ich mal schauen, wie sich das hier erweitert. Aber ich mag das super gerne, wirklich mit den Füllern zu schreiben. Und muss ehrlich sagen, ich... genieße das sehr, einfach so diesen Moment Zeit zu nehmen, um was aufs Blatt Papier zu bringen. Und das war sie jetzt, die Füllersammlung. Ich, wie gesagt, unten im Zeitstempel, da seht ihr dann einfach das nächste Füller-Thema. Ich habe die ersten knapp 25% des Buches nun gelesen und mir zeigt es ja immer so eine andere Anzahl von Seiten auf dem E-Book an. Und hier ist Frau Flummi, also wir haben hier kätzische Unterstützung, der Hund liegt auch nebenan. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gefesselt. Also wir lernen ja Cassie kennen, die in einer Buchhandlung arbeitet und dort gibt es einen Stammgast, einen älteren Mann namens Mr. Weber. Und eines Abends, er wartet immer darauf auch, dass er so der letzte Gast ist. Er liest gerade den Graf von Monte Cristo. Sie unterhalten sich darüber. Und als Cassie dann eigentlich fertig ist und sagt, so, jetzt einen schönen Abend, ich will zusperren, stellt sie fest, dass er einfach im Stuhl eingeschlafen ist, gestorben ist. Und er hinterlässt ihr ein Buch. Und zwar das Buch der 1000 Türen. Und sie merkt recht schnell, dass sie mit diesem Buch eben eine Tür aufmachen kann. Sie muss an eine Tür denken, wo sie hinkommen möchte und dann kann sie dort auch hinreißen. Also eine Tür ist jede Tür. Und ja, sie teilt diese Erfahrung und diese Geschichte mit ihrer besten Freundin Issy, die ein bisschen kritisch ist, weil sie bei Google nichts zu diesem Teleportationsbuch sozusagen erfährt. Und wir erfahren ein bisschen von Cassie, ihrer Familie, dass sie bei ihrem Opa aufgewachsen ist und wie schwer es dann eigentlich war, ihren Opa auch zu verlieren und dass er immer gerne gereist wäre, aber es sich einfach nicht leisten konnte, weil er eben seine Enkelin allein großgezogen hat. Und gehen so ein bisschen diesen Weg, sind auch schon in Venedig und in Rom und wir waren kurz auch schon in Kairo. Also wir kommen auch ein bisschen auf der Welt rum, treffen aber gleichzeitig auf den Bibliothekaren Drummond Fox, der verfolgt wird. Denn auch er hat das ein oder andere magische Buch. Es gibt nämlich ganz unterschiedliche Bücher in dieser Geschichte. Wir haben zum Beispiel das Buch der Schatten. Mit diesem kann man im Grunde verschwinden. Es gibt das Buch des Glücks. Und wie es schon sagt, kann man damit ein sehr unbehelligtes, glückliches Leben führen. Es gibt das Buch des Schmerzens. Auch da kann man sich vorstellen, was damit passiert. Es gibt das Buch der Erinnerung. Das fand ich besonders spannend, weil man kann sich Erinnerung holen, man kann Erinnerung geben oder man kann Erinnerung löschen. Also zum Beispiel auch, dass jemand sich dann eben nicht mehr an einen erinnert. Und es gibt noch ein paar andere Bücher, auch das Buch der Verzweiflung. Und wir erfahren so ein bisschen durch Drummond Fox und dann auch durch die Frau, die Bibliothekarin, die wirklich einfach so dann auch genannt werden, dass es eben verschiedene Bücher gibt und dass alle irgendwie nach Büchern suchen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und das Buch der 1000 Türen sollte, wenn möglich, eben nicht in die falschen Hände kommen. Und die Charaktere Drummond Fox und auch Cassie, man merkt, dass sie wahrscheinlich so ein bisschen
die richtigen Menschen sind, die diese Bücher aus guten Gründen haben und erhalten haben und jetzt im Grunde sich auch schützen müssen, weil sie eben verfolgt werden von den Menschen, die gerne Schmerz in die Welt bringen wollen und Verzweiflung. Und ich bin mega gespannt. Ich finde die Idee mit diesem Buch der Bücher, der tausend Türen, das Buch der tausend Türen super spannend. Die Idee, dass man eine Tür öffnet und sich vorstellt, wo man hin möchte, das ist natürlich schon richtig, richtig cool. Hat natürlich auch was von ein bisschen von Teleportation. Also auch wie Cassie es dann so ein bisschen formuliert, so aller, oh, ich muss nie wieder über die Straßen New Yorks laufen, sondern kann hier im Laden, wo sie arbeitet, einfach sich zu Hause in ihre Klotür sozusagen bringen lassen, in die Badtür und müsste dann eben nicht mehr bei Schnee und Kälte draußen rumlaufen. Das fände ich persönlich auch sehr schön. Auch wie sie dann das Reisen verbindet, also wie sie nach Venedig und nach Prag reist und wie sie die Welt dann so wahrnimmt. Und natürlich ist die große Gefahr dahinter, dass man eben zum Beispiel einen Mord begeht oder etwas Schlimmes anstellt und dann eben wieder durch die Tür zurückgeht und keiner ja weiß, dass man irgendwie dort war. Und ich glaube jetzt, dass diese Geschichte da so ein bisschen den Lauf hinnimmt im Sinne von, ja, was, wie schafft man es, wenn man hier verfolgt wird? Wer verfolgt? Wem ist Drummond Fox wirklich der scheinbar Gute mit in der Geschichte, der Cassie hier auch schützen möchte? Und warum ist Izzy so kritisch, also die Freundin von Cassie? Auch das kann ich noch nicht ganz durchschauen. Ganz cool finde ich tatsächlich auch, dass wir ein bisschen was über Bücher erfahren haben. Und mein Highlight war, als wir kurz in Kairo halt gemacht haben. Das ist ja, also Ägypten ist ja eins meiner absoluten Lieblingsländer, wo ich mich wirklich, jetzt war ich nicht unbedingt in Kairo, aber gerade Luxor, Theben, das Rote Meer, wo ich mich ja sehr angekommen fühle und hingehörig fühle. Aber Kairo war auch eine sehr beeindruckende Stadt, wenn auch sehr groß. Ich habe die sehr stickig in Erinnerung. Viele Menschen, viele Autos, aber natürlich auch die Pyramiden und das Ägyptische Museum war einfach großartig. Also da würde ich, glaube ich, tatsächlich auch den einen oder anderen Tag verbringen. Bisher mag ich auch den Schreibstil, der sehr spannend ist, der nicht so ausufernd ist, nicht so bildhaft, schon ein bisschen eher knackiger gehalten ist, dass wirklich auch jetzt viel schon in diesem ersten Viertel auch passiert ist. Ich mag Cassie, ich mag, wie sie die Welt wahrnimmt, wie sie Dinge beobachtet, wie sie den Alltag jetzt zum Beispiel auch in Prag beschrieben hat, als sie eben da nachts in New York los ist, um dann eben zur Morgenstund in Prag zu sein. Also weil man natürlich auch die Zeitverschiebung dann immer so ein bisschen berücksichtigen muss. Gefällt mir richtig gut. Ich bin einfach jetzt gespannt, wo es hingeht und freue mich auf jeden Fall, dass ja dieses erste Viertel mich schon gut unterhalten hat und ja mir hier so ein bisschen diesen Herbsttag auch versüßt hat. Und auch wenn ich heute ein bisschen stürmisch aussehe, ja, es liegt natürlich an den Winden auch definitiv da draußen, dass man da ein bisschen stürmischer ist. Bisher gefällt es mir auf jeden Fall richtig gut und ich bin mega gespannt, wie es jetzt weitergeht und ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiterlesen. In diesem Part des Füller-Themas geht es heute darum, für was ich denn meine Füller verwende. Ich muss sagen, alles, was so ein bisschen mit der Arbeit zu tun hat, da bin ich nicht so beim Füller angekommen. Da schreibe ich wirklich einfach lieber mit einem Fineliner, mit einem Friction und mache mir da einfach Notizen, wenn es irgendwie schnell gehen muss. Da bin ich tatsächlich nicht ganz so dann der Geduldige im Sinne von, ich schreibe das mit einem Füller. Aber ich habe ein paar Anlässe mitgebracht, wo ich den Füller benutze und euch da vielleicht auch einfach einen Ansporn geben kann. Das erste ist mein Dankbarkeitstagebuch, in das ich wirklich fast jeden Abend oder dann eben ja auch in Ausnahmen am nächsten Tag früh einfach meine Gedanken eintrage. Und ich versuche mich wirklich jeden Abend darin, mal kurz noch innezuhalten und 3-4 Dinge aufzuschreiben, für die ich an diesem Tag dankbar bin. Es kann ein wunderschöner Spaziergang gewesen sein, ein toller Sonnenuntergang, ein lustiger Spieleabend, eine gute Autofahrt, gerade wenn man eine längere Strecke macht. Ich bin auch sehr oft sehr dankbar für die Gesundheit, gerade wenn eben man irgendwie rumkränkelt, gibt viele Dinge, für die ich dankbar bin und ja, ich wirklich sage auch gerade für Freunde, für Familie, für Arbeitstage an denen, obwohl man vielleicht irgendwie vor dem einen oder anderen so ein bisschen nervös war, dass das alles gut lief. Also ich finde, man kann unter Tage schon viele Dinge finden, für die man am Abend dann dankbar ist. Ich setze mich dann wirklich einfach noch einen Moment hin und schreibe dann in der Regel einen Monat lang mit dem gleichen Füller. Also wenn wir jetzt mal gucken, wir sind ja im September, ich habe hier dann auch so eine Startseite, also sehr profan, also gar nichts Großes. Und dann schreibe ich in der Regel mit einem Füller durchgängig, ja, so ein bisschen, ich glaube, das erkennt ihr nicht ganz so gut, schreibe ich dann mit einem Füller den Monat durch. Ich habe hier auch ein schönes Zitat, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und ich finde einfach auch diesen Pinguin super, super süß.
Und das ist ein Notizbuch von Messmer. Das war, glaube ich, mal in einem Tauschpaket drin. Und dann hatte ich mir, ich weiß gar nicht mehr, auch mal irgendwann bei Messmer Tee bestellt. Und dann hatte ich auch noch dieses schöne Buch bekommen. Also ich habe das jetzt doppelt und finde das wirklich vom Platz wunderschön. Ich finde es toll, dass es dotted Seiten hat. Und sucht euch für ein Dankbarkeitstagebuch einfach ein Notizbuch, zu dem ihr gerne greift, und macht es zu eurem Buch. Und es muss nicht viel sein. Wie gesagt, bei mir sind das sehr häufig wirklich auch so Stichpunkte, kurze Sätze, manchmal auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie ich mich fühle. Und ich finde, dass so ein positiver Abschluss des Tages wirklich ganz, ganz viel mit mir macht. Also mich wirklich ruhiger einschlafen lässt, dankbarer, froher. Und ja, also das muss ich tatsächlich sagen. Und deswegen ja, kann ich das sehr, sehr empfehlen. Dann habe ich ein Notizbuch, in dem ich Zitate einbaue. Und ja, das ist hier dieses schöne Wild und Wunderbar mit diesen coolen Affen. Bin ich einfach mega. Und hier sammle ich dann einfach Zitate, die mir in Büchern unterkommen. Ja, hier auch eine schöne Vorderseite, die mir in Büchern unterkommen, in Liedern. Also ich bin jemand, der wirklich, wenn mir eine Liedpassage gut gefällt, dass ich mir die herausschreibe, oder eben einfach Zitate auch aus Büchern. Was haben wir hier Schönes? Wir sind die Summe unserer Begegnungen, also lasst uns so viele sammeln wie möglich. Finde ich richtig, richtig schön. Die Zukunft gehört denjenigen, die an das Schöne ihrer Träume glauben. Von Eleanor Roosevelt. Was habe ich hier noch ein bisschen? Reisen ist wie ein Buch und der Strand ist das Kapitel, das uns bewegt. Und ich finde, das passt einfach perfekt, das muss man ehrlich so sagen. Lass dich nicht von deinen Problemen schubsen, lass dich von deinen Träumen ziehen. Von Ralph Waldo Emerson. Finde ich sehr, sehr schön. Was habe ich hier noch so ein bisschen? Leben wird nicht gemessen an der Zahl von Atemzügen, die wir nehmen, sondern an den Momenten, die uns den Atem nehmen. Angelou. Also richtig schön. Ich habe da so ein paar, ja, dementsprechend könnte ich wahrscheinlich hier auch stundenlang vorlesen, aber das sind so ein paar Zitate. Auch das finde ich tatsächlich sehr wertvoll. Ich mache das bei Büchern oft, dass ich die erst markiere und dann irgendwann das Buch hinlege und die Zitate herausschreibe. Auch bei E-Books fotografiere ich das ganz oft ab, und bei Hörbüchern versuche ich es erst in so einem Geschmiere schnell aufzuschreiben, und dann wird es in schöner Form hier drin übertragen. Und hier hat in der Regel jede Seite einen Füller, also je nach Farbe dann auch, und hier wird das dann so ein bisschen geschrieben. Ich habe ja, eine Handvoll Freundinnen, mit denen ich sehr gerne lange Audios pflege, also wo wir uns wirklich 20, 30 minütige Audios senden. Und um nicht alles zu vergessen, habe ich in der Regel ein kleines Notizheftchen neben mir liegen, in dem Fall ein eigentlich Bullet Journal steht drauf, aber das ist es nicht. Es hat einfach dotted Seiten und ist ein Ringbuch, was eben nach oben sozusagen aufklappt, was ich sehr cool finde, weil man es so auch einfach umklappen kann. Und hier werden dann einfach Notizen gemacht. Und früher habe ich die zum Teil tatsächlich in mein abwischbares Notizbuch aufgenommen, was immer mal ganz praktisch war. Heutzutage habe ich da nur noch meine To-Do-Listen drin, was auch tatsächlich praktisch ist, dass man die To-Do-Liste dann eben einfach wegwischt, wenn man alle Dinge erledigt hat oder irgendwas vorbereitet oder wie auch immer. Hier sammle ich das jetzt doch ein bisschen für die Ewigkeit. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich schreibe mir da immer auf, von welcher Freundin ja, hier die Nachricht ist, von wann sie ist. Und wenn ich sie dann beantwortet habe, bekommt sie auch einen Haken dran. Und dann blätter ich sozusagen weiter, und dann kommt ja, also kommt ja nicht immer nur eine nacheinander. Manchmal hat man ja auch einen Tag, wo zwei, drei Freundinnen mal was schicken, und dann guckt man natürlich, wie hat man Zeit, wie setzt man sich mit einer Tasse Tee hin und ja, wie genießt man das einfach und nimmt sich dann die Zeit für die Freundschaft und antwortet dann und hat dann eben so ein bisschen den roten Faden, wo man sich durchhangeln kann. Und dann ganz klassisch habe ich ja seit dieses Jahr weder ein Bullet Journal noch einen Filofax. Ich habe einen Kalender von Robert Mark Lehmann von Mission Erde. Ja, einfach den Taschenkalender, den ich wunderschön finde. Und ich habe jetzt, glaube ich, in einem Livestream von ihm schon rausgehört, dass er wieder dran sitzt und die jetzt dann auch in Vorbereitung sind. Und dann wird der definitiv auch wieder bei mir einziehen. Ich verschöne mir das ja auch trotzdem immer noch so ein bisschen, ja, wie es mir dann einfach gefällt. Und hier muss ich echt sagen, ich finde ihn wunderschön. Also ich finde ihn richtig, richtig toll. Habe da eben auch so meine eigenen Seiten draus gemacht. Ich mag es, dass aus den Fotos, die Robert macht, hier wunderschöne Bilder geworden sind. Und ich verschönere den auch immer so ein bisschen mit Washi-Tape und Stickern. Und mache ihn dann eben so ein bisschen individuell. Und hier schreibe ich dann eben auch mit Füller rein. Und ich schreibe hier eben durchaus ja, Termine rein, Planungen rein, Dinge, die in der Woche vielleicht auch irgendwie erledigt werden sollen können. Natürlich Termine, Arzttermine, Friseurtermine,
Wann muss das Auto in die Werkstatt, um Winterreifen jetzt demnächst drauf zu bekommen und so weiter. Wie plane ich meinen Urlaub? Ich habe mir hier hinten so eine Umschlagseite gemacht, wo ich zum Beispiel auch meine SDP-Konzertkarten jetzt drin habe, um einfach die mit diesem Jahr dann mich zu erinnern. Es hat hier hinten auch so ein paar Notizseiten, die ich sehr praktisch finde. Also so sieht dann eine Seite aus. Was ich tatsächlich noch ein bisschen schöner fände, wäre, wenn der Kalender dotted wäre und nicht einfach blanko. Aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau und ich mag einfach dieses Bild. Ich glaube, das wird mal noch ein Bild, was bei mir auch an die Wand kommt. Das gibt es ja von ihm auch in echt. Und und das sind eben so die vier Momente des Tages, wie auch immer, wo ich eben zum Füller greife und wirklich mir die Zeit nehme, die Dinge in etwas schönerer Schrift auch aufzunehmen. Ich habe auch schon manchmal meine Einkaufszettel mit Füller geschrieben, weil gerade kein anderes Schreibobjekt irgendwie in der Nähe war. Das ist ein bisschen tricky, weil man natürlich dann doch das oft in der Hand hat, in den Fingern hat und das ist immer nicht so einfach, aber wenn man einigermaßen okaye Schrift hat, okay, klingt irgendwie komisch, also eine einigermaßen schöne Schrift hat, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Manchmal mache ich mir auch meine Buchnotizen einfach so auf meinem Zettel auch mit Füller. Also ich finde, es gibt viele Momente, wo man das so ein bisschen zelebrieren kann, wo man einfach ein bisschen langsamer macht, achtsamer macht. Und das finde ich tatsächlich ganz gut. Und dafür nutze ich die Füller. Und freue mich jetzt schon auf die neuen Tinten, die da kommen und wo ich euch auch mitnehme. Und warten wir jetzt gemeinsam auf die Bestellung. Ihr nicht ganz so lang wie ich, denn ihr müsst ja einfach nur auf den nächsten Zeitstempel oder guckt euch den nächsten Buchinput an. Und dann bin ich mega, mega gespannt, wie happy ich dann mit meinen zwei Bestellungen sein werde. Und schreibt mir doch auch super gerne mal in die Kommentare, wann ihr mit Füller schreibt, insofern ihr überhaupt mit Füller schreibt, ob das sowas ist, was ihr auch sehr gerne habt, was ihr zelebriert, welche Momente ihr vielleicht noch habt. Ich meine, klar, vielleicht auch noch Glückwunschkarten, aber da hat man jetzt ja nicht täglich irgendwas damit zu tun. Ich freue mich auch dieses Jahr wieder auf die Weihnachtskarten. Das fängt bei mir in der Regel im November an. Die schreibe ich auch sehr gerne mit Füller. Aber das ist natürlich dann ein bisschen mehr Vorbereitungszeit und da muss man wirklich schon musige Momente haben, damit man dann wirklich einfach ganz gemütlich sozusagen bei einer Tasse Tee und ein paar Keksen dann die Karten schreibt. Aber das sind so meine Ideen, wann man am besten mit Füller schreiben könnte. Ich habe nun bis knapp etwas über die Hälfte gelesen in meinem, ich finde, echt toll dekorierten Evil Reader. Ich liebe diese durchsichtige Hülle und die Sticker. Also wer es noch nicht gesehen hat, findet ihr übrigens auch mal ein Foto auf Instagram. Also findet ihr auch in der Infobox. Schaut da super gerne mal vorbei. Ja, ich bin nun knapp etwas über der Hälfte und ich liebe die Geschichte. Also ich bin tiefst drin. Ich finde das Worldbuilding großartig. Ich mag die Charaktere. Ich mag Cassie als Protagonistin. Ich mag Drummond Fox, der uns jetzt in diese Welt der Bücher hineinbringt, der uns Erinnerungen zeigt, der uns in seine Bibliothek mitgenommen hat, die aus ganz verschiedensten Gründen, einen Hauptgrund, im Schatten verborgen ist. Und er erzählt uns auch, was es jetzt eben mit dem Buch der 1000 Türen auf sich hat, warum Cassie es mit Vorsicht im Grunde auch behandeln sollte, wer hinter ihr her ist, aus welchen Gründen das im Grunde geschehen ist, wie man auch Erinnerungen einfach einmal löscht. Und ich mag diese Idee, wie diese Welt geschaffen ist. Ich mag die Idee dieses Buches, wie es eben Türen erschafft, wie es Wege erschafft. Ich mag auch die anderen Bücher, von denen zumindest wir bisher wissen, sehr gerne. Es gibt auch einige Bücher, wo nur überlegt wird, ob es sie überhaupt gibt und wer sie dann in Händen hält, was könnten sie im Grunde auch auf der Welt anrichten. Und ganz besonders ist bei diesem Buch der 1000 Türen, dass die Türen nicht unbedingt in unserer Zeit sein müssen. Das heißt, auch das Zeitreisethema wird aufgemacht. Und das ist, das liebe ich jetzt schon. Und ich bin so gespannt, was alles noch kommt, was wir über die verschiedenen Bücher erfahren werden. Ich finde, dass wir sehr viel über Drummond Fox schon erfahren haben, wie im Grunde es in seiner Familie die Bücher weitergereicht wurden, dass wir auch von Cassie ein bisschen mehr erfahren haben, auch von ihrer Freundin Issy, auch wie diese ganzen Mächte im Hintergrund so agieren und wie wir eigentlich versuchen müssen, Freund von Feind zu unterscheiden und dann eben auch sagen, kommen wir irgendwie dran vorbei? Was könnte eine Lösung sein? Wie können wir das Buch schützen? Wie können wir die Welt schützen? Denn wenn natürlich Menschen mit nicht so guten Gedanken in die Vergangenheit reisen könnten, auch wenn diese vielleicht festgeschrieben ist, aber das weiß man nicht so richtig, haben ja das Zeitreise-Mysterium geöffnet,
finde ich es einfach großartig. Also es ist wirklich spannend, es hat gute Dialoge, es hat wirklich jetzt auch diese Welt aufgemacht und viel erzählt, viel näher gebracht. Nicht einfach durch Erzählung, sondern dass wir eben durch das Buch der Erinnerungen eben auch dabei sein konnten. Also dieses klassische Show, Don't Tell. Also zeig uns etwas, erzähl es uns nicht nur. Und wir konnten wirklich in dieser Erinnerung dabei sein. Sie wurde uns im Grunde zusammen mit Cassie gezeigt. Und Cassie konnte Fragen stellen, konnte mitgehen, konnte mitfühlen, konnte dabei sein. Und das ist richtig, richtig toll. Also das macht großen, großen Spaß und es liest sich wirklich leicht, locker, hat aber wirklich gute Momente, wo intensiv so ein Moment im Grunde einfach andauert, sodass auch wirklich im Kopf etwas an Bildern entstehen kann und mir macht das wirklich großen Spaß. Also ich habe hier wirklich beste Unterhaltung und bin schon sehr, sehr gespannt, wo das alles hinführen wird. Bis jetzt, bis zur Hälfte, ärgere ich mich fast, dass ich dieses Buch nur als E-Book habe, weil es könnte ein Highlight-Kandidat sein, zumindest bis jetzt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und ich, ja, es könnte sein, wenn es weiterhin so großartig ist. Ich habe noch keine Vermutung, wo es hingeht, wer am Ende gewinnt, ob es einen Sieger gibt, wie es weitergeht. Vielleicht sollte man sich mal schlau machen, ob es überhaupt ein Einzelband bleibt oder ob da auch ein zweiter, dritter Teil irgendwie geplant ist. Das werde ich jetzt vielleicht gleich mal im Nachgang machen. Und ich bin wirklich, ich bin super gerne dabei. Ich habe mega Spaß und ich bin so gespannt, wo wir als nächstes hinreisen oder wie die Bibliothek sein wird, ob wir da noch ein bisschen umherirren und auch einfach mehr zu den Büchern erfahren und auch, wo sie herkommen und ja, wo wir dann auch mit den Büchern hingehen. Ich bin sehr neugierig. Also ich bin wirklich so richtig mit dabei, mit am Fiebern, mit am Raten, mit am, was kommt als nächstes. Und ich lauere schon immer, wo könnte jetzt irgendwie mal was nicht so Schönes, also im Sinne von dem Protagonisten etwas nicht so Schönes passieren, damit ich darauf vorbereitet bin, wenn vielleicht mein Herz irgendwie bricht. Ja, ich muss sagen, der Bibliothekar Drummond Fox, ja, der gefällt mir schon richtig gut. Ja, manchmal kann man mich auch ganz einfach glücklich machen. Das klappt nicht mit allem, nicht mit jedem, aber manchmal geht es dann schneller, als man irgendwie denkt. Und ja, ich bin gespannt. Des E-Books sind geschafft und ich muss echt sagen, es fiel mir gestern Abend sehr, sehr, sehr schwer aufzuhören. Und ich habe nur aufgehört, weil es schon so spät war. Und ich mir dachte, nein, du schaffst die letzten knapp 120 Seiten jetzt nicht mehr. Also beendest du ganz ordentlich, wie du es dir vorgenommen hast, so knapp nach drei Viertel des Buches das Buch, machst das Licht aus und versuchst zu schlafen. Und ich muss echt sagen, ich fand es mega packend. Ich mag, wie diese Zeitreise eingeflochten wird. Ich glaube, dass das durchaus für den einen oder anderen ein Kritikpunkt ist, wie das so erklärt wird, wie das ja im Grunde auch erzählt wird. Ich finde es wirklich richtig toll. Also mir macht es wahnsinnigen Spaß, mit Cassie unterwegs zu sein, viel über diese Bücher zu erfahren, so ein bisschen hinter das Geheimnis zu kommen, wo das Buch herkommt, auch wie sie es bekommen hat, warum sie es gerade von Mr. Weber bekommen hat, wie das so zusammenhing, diese Geschichte vielleicht auch nochmal so von einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich muss echt sagen, ich finde das großartig gemacht. Also ich finde es wirklich spannend. Ich finde es
hat so eine Sogwirkung, es ist einnehmend. Ich mag, als wir so zu dieser Buchauktion kommen, dass wir so ein bisschen Hintergrundinfos zu den ein oder anderen Charakteren erfahren, dass wir zu den Büchern ein bisschen mehr erfahren, auch wenn wir jetzt vielleicht noch so ein bisschen rumrätseln. Ich hoffe, dass es irgendwie eine Auflösung gibt oder auch eine Erklärung, warum es vielleicht keine Auflösung gibt. Und ich finde diese Bücher so cool. Also nicht, dass diese Bücher schön sind. Also ich glaube, es möchte keiner ein Buch der Verzweiflung oder ein Buch der Trauer oder des Schmerzes, aber es ist schon spannend, dass Magie eben sich innerhalb dieses Buches bewegt und in dieses Buch gepackt wurde, von wem auch immer. Und das, finde ich, ist echt eine schöne Idee. Also ja, vielleicht nicht ganz was Innovatives. Ich glaube, die Idee, dass Bücher magisch sind, kennt man ja aus der Tintenherz-Reihe, die unendliche Geschichte. Auch da spielten ja Bücher eine gewisse Rolle, aber dass eben durch die Bücher eine Magie möglich ist und eben auch Menschen möglich ist, die halt sonst nichts Magisches haben. Das finde ich wirklich richtig, richtig toll. Also das ist super ausgearbeitet. Ich finde es auch super spannend. Ich mochte jetzt auch so, ja, diesen Zeitreiseeffekt, diesen Strang, den wir da so ein bisschen hatten. Ich fand es spannend, wie da so gedacht wurde, wie das erklärt wurde. Zeitreisen ist immer ein schwieriges Thema. Hier finde ich das richtig gut gemacht von Gareth Brown. Und ich bin mega, mega gespannt, was er jetzt auf den letzten 120 Seiten noch schreiben wird, wie es eine Erklärung oder eben eine Erklärung für die Nichterklärung geben wird, was auch so mit unseren jetzt liebgewonnenen Charakteren, gerade Cassie finde ich toll, Drummond Fox finde ich toll. Ich fand auch Mr. Webber wirklich, wirklich toll und bin so gespannt, wie sich das so fasst und was man alles mit diesem Buch vielleicht auch machen kann, insofern man es eben vielleicht einfach so verwendet, wie es im Grunde gut ist. Es erinnert vielleicht auch manchmal in dem Thema Gut gegen Böse, zum Beispiel an die Edelstein-Reihe von Kerstin Gier. Da hat sich ja auch so die Frage gestellt, mit diesem Zeitreisegehen, was passiert, wenn jemand im Grunde von allen das Blut hat und dann sich dieser Kreis der Edelsteine ja sozusagen auch schließt. Und dass man es eben für etwas Böses verwenden kann, aber natürlich auch für etwas Gutes. Und das haben wir hier natürlich auch. Obwohl wir schon merken, bei so manchen Antagonist bröckelt die Fassade und es steckt eigentlich nicht unbedingt der schlimmste, böseste Charakter dahinter, sondern ja, aber es gibt natürlich auch wirklich ganz böse und gemeine Menschen, die eben einfach quälen, weil es ihnen Spaß macht und das gehört natürlich auch irgendwie dazu. Also mich fasziniert diese Geschichte wirklich richtig. Ich finde sie richtig, richtig toll und ich bin so gespannt, wie es jetzt hinten raus noch aufgelöst wird, welchen Weg es gehen wird, ob mir das Ende gefallen wird und ihr seht das ja dann nach der nächsten kurzen Unterbrechung oder switcht sozusagen unten einfach mal weiter, wenn euch hier der Vlog dann interessiert, obwohl ich natürlich, also auch einfach versuche, spoilerfrei zu bleiben. Aber mir macht die Geschichte großen Spaß und ja, wirklich auch dieses Zeitreisethema, das ich gar nicht so erahnt hatte, das finde ich richtig besonders und gut gemacht. Also ich bin hin und weg und freue mich jetzt wirklich aufs Ende und ja, bin da einfach gespannt. Und man sollte bei der Steffi, glaube ich, kein Trinkspiel ausgespannt und machen, weil das habe ich, glaube ich, in diesem Vlog einige Male gesagt. Aber ja, ich bin eben gespannt und so sollte es ja bei Büchern, wenn man sich dem Ende nähert, dann auch irgendwie sein. Oder? Wie seht ihr das? Ich habe es ja schon angekündigt, dass ich ein bisschen etwas bestellt habe, so im Thema Füller und Tinte. Und heute sind beide Bestellungen bei mir eingetroffen, beziehungsweise sogar drei Bestellungen. Ich habe ja schon gesagt, dass so ein Füller sich auf dem Weg macht. Und ich finde, er passt heute perfekt auch so ein bisschen zu dem, was ich anhabe. Ich habe mir einen roten Füller bestellt. Gefällt mir richtig gut, liegt richtig gut in der Hand und hat hier eine goldene, ich würde auch wieder sagen, so eine etwas dünnere Mine, eine etwas feinere Mine. Und ich fand einfach das knallige Rot. Es sieht in der Kamera fast ein bisschen dunkler aus. Also es ist wirklich eher schon ein etwas helleres Signalrot. Gefällt mir richtig gut, liegt wie gesagt gut in der Hand. Lässt sich ein bisschen schwer noch öffnen, was natürlich gut sein kann für unterwegs. Ich hoffe, dass sich das jetzt einfach so ein bisschen gibt. Es ist hier auch dabei wo man die Tinte reinbekommt, also so eine wiederverwendbare Tintenpatrone, sagt man das so, finde ich immer mega praktisch, um dann eben auch die Tinten aufzunehmen, die ich ja als nächstes bestellt habe und die bei mir angekommen sind.
Ich habe bei Papier und Stift bestellt. Und ja, da ist auf jeden Fall die liebe Sivi dran schuld, die ja da wunderbar davon geschwärmt hat. Und ich habe mir zum einen das Magazin bestellt. Das hat sie auch gezeigt. Das kann man, glaube ich, für 1 oder 2 Euro dazu bestellen. Da lässt man sich jetzt anfixen mit spannenden Füllern. Und ja, hier hinten haben wir zum Beispiel Musiktinten. Musiktinten, das finde ich ja geil. Eigentlich zu 3 exklusiven Tinten. Unsere besondere Liebe auf dem Shading der Tinten. Aha, spannend. Also ich möchte euch vielleicht gar nicht so extrem anfixen hier. Oh, der ist schön. Platinumfüller. Ja, also ein Preis von knapp 1800 Euro. Also da muss ich sagen, da verreise ich, glaube ich, lieber. Aber jeder hat seine Prioritäten, wo es anders. Aber das freue ich mich jetzt durchzulesen. Dann habe ich bestellt diese kleinen Kärtchen, also diese Visitenkarten groß sind. Und zwar schreibt man auf die Zeilen, welche Tinte es ist, also Hersteller, Farbe, und macht dann eben einen kleinen Klecks. Moment, ich zeige euch das mal. Habe ich eben auch bei der lieben Silly gesehen. Und man macht hier einen Klecks und hat dann eben die Farbe. Und das möchte ich jetzt dann natürlich auch ausprobieren. Ich habe ja auch ein paar Tinten Proben bestellt und dementsprechend freue ich mich, die jetzt auch da zu haben. Und dann habe ich auch noch bei Papier und Tinte 2 Tinten bestellt von, ja, haben die direkten Namen, von Herbin. Ich hoffe, das ist jetzt auch die Marke. Und zwar einmal Terre de Feu. Das ist so, ja, ein braunrot, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht, ob man so ein bisschen sehen kann. Also sehr schön, hat richtig cool auf den Fotos ausgesehen. Und ich habe tatsächlich so gedacht, ach, ist so für ein paar Herbstnotizen. Und ja, jetzt bin ich nicht der größte Herbstfan, aber man macht ja auch Notizen im Herbst. Ja, es war alles in meinem Kopf. Und dann ein Gris Nuance, das war, glaube ich, so ein Blaugrau. Ah, ich weiß nicht, ob ihr das hier so gut sehen könnt. Ja, es ist so ein dunkles Blaugrau. Und das fand ich auch so ein bisschen schön für dieses Schietwetter, wie man so schön sagt, im November. Ja, also von daher bin ich da gerüstet. Ich habe aber auch bestellt bei Fountainfeder. Das ist ein Shop in Flensburg. Und da fand ich es ganz lustig. Ich habe hier eine kleine Karte mitbekommen, was ich so bestellt habe. Und dass eine Steffi mein Paket gepackt hat, fand ich total lustig. Und hier habe ich Tintenproben bestellt. Das sind 2 Milliliter, wo ich sogar fast dachte, wie viel ist das? Und die kommen in diesen kleinen Plastikflaschen. Und ich glaube, die Proben haben irgendwas zwischen 1,80 und 2,30 gekostet. Ich muss sagen, hier bin ich leicht eskaliert. Ich habe 5, 9 Farben bestellt. Und ich glaube, eine Farbe aus dem Video von Sibi war tatsächlich daran schuld. Es sind, glaube ich, bis auf 1 alles Robert Oster Tinten. Zum Beispiel hier Muddy Dragon. Also ein richtig cooles Rot, wo ich dachte, ja, wenn es einen schmuddeligen Drachen gibt, dann macht das Sinn. Dann ein etwas dunkleres Rot, Direct Sun. Und ich glaube, in der Kamera würdet ihr jetzt sagen, es ist halt einfach rot, Steffi. Aber ich glaube, man sieht ein bisschen den Unterschied, dass das eine dunkler ist als das andere. Ich glaube, auf Papier sieht man es dann wahrscheinlich besser. Und ja, hier ist von Cross auch noch ein Rot. Das erklärt wahrscheinlich den roten Füller. Steffi hat gerade eine Obsession mit Rot. Dann ist eingezogen, ja auch wieder von Robert Oster, ein Exclusive-Farbe, und zwar Paratopper. Das werdet ihr ganz schwer sehen. Das ist so ein Lila. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gleich vollklecke. Ein Lila. So ein bisschen matschiger, erkennt ihr wahrscheinlich vielleicht hier ein bisschen besser. Ja, ist aber, glaube ich, schwierig zu sehen. Also geht, wenn es euch interessiert, einfach mal auf die Seite. Da habt ihr wirklich schöne Bilder. Dann habe ich auch mitgenommen einen Schokoladenpudding. Und das ist tatsächlich ein echtes Dunkelbraun. Fand ich richtig spannend, wie das aussieht auf Papier. Dann gab es so Farbedition. Und zwar habe ich da, glaube ich, 2 mitgenommen. Genau, einmal Oklahoma, ein cooles Grün. Ich glaube, das könnt ihr jetzt hier so, wenn ich das so ein bisschen mache, ganz gut sehen. Ein cooles dunkles Grün. Und ich habe mitgenommen ein Miami. Und das ist natürlich richtig schön türkis, helles Petrol, wie immer wir es nennen wollen. Und dann habe ich eine Farbe, die so ein bisschen changiert mit Gold. Und zwar heißt die Tinseltown. Das werdet ihr jetzt mit dem Gold aber gar nicht sehen. Das ist ein dunkleres Blau. Lila, blau und changiert, aber auch so ein bisschen mit Gold. Finde ich super interessant, sah auch echt spannend aus. Und dann, glaube ich, die Farbe, genau, die ich bei Sibi gesehen habe, war Muddy Wine, also matschiger Wein. Und das ist tatsächlich so eine Mischung aus dunkelrot, so einem Burgund mit aber so einer schlammigen Note.
Steffi kann Farben beschreiben. Und da bin ich echt mega, mega gespannt. Ja, das waren die, waren meine Proben. Ich packe euch beide Shops einfach mal unten in die Infobox. Und ich glaube, ich probiere das jetzt einfach mal mit einer Farbe aus und zeige euch dann einfach mal so ein Kärtchen, wie ich mir das so vorstelle. Und dann denke ich natürlich schon, dass man mit diesen 2 Milliliter auch durchaus mal ein bisschen was schreiben kann. Also die passen natürlich perfekt in diese Patronen. Ja, die auffüllbaren Patronen, und dann glaube ich, kann man damit auch ganz gut schreiben. Ich setze jetzt mit meiner Glasfeder einfach mal schreiben und mal gucken, wie sich das so ein bisschen schreiben lässt. Und dann schaue ich einfach mal in diesen Converter, glaube ich, so könnte man das nennen. Bin ich sehr gespannt. Mal schauen, mit welcher Farbe wir anfangen. Steffi hat einen Rottick, vielleicht greife ich zur roten Farbe, aber es ist manchmal, wie es ist. Ja, aber Ergebnis kommt gleich. Wow, wow, wow. Also ich bin echt begeistert über Tiefgründigkeit von Farbe. Ich hätte es geahnt, aber nicht geglaubt. Und zwar, hier seht ihr jetzt mal das wunderschöne Oklahoma Grün. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Also das changiert wirklich ein bisschen dunkler, ein bisschen heller. Die Schrift ist tatsächlich, wenn man aufsetzt, ein Hauch dunkler und läuft sich dann ein bisschen aus. Und ich bin echt fasziniert. Also Wahnsinn, wie man auch so ein bisschen die Tinte verteilt, dann wird sie dunkler, ein bisschen heller. Das, glaube ich, macht in der Schrift richtig was aus. Gefällt mir mega, mega gut. Auch wunderschön ist das etwas hellere Blau von Miami. Das wirkt hier viel türkiser in der Kamera, als es tatsächlich ist. Also es ist eher schon ein bisschen himmelblauiger. Und das hat so, wie so einen metallenen Schliff. Ich weiß nicht, ob da so ein Hauch Silber vielleicht drin ist. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also ja, macht richtig Spaß. Man sollte es ohne Katzen machen. Also meine Katzen sind hier sehr gespannt. Die musste ich mir hier schon vom Leib halten. Und richtig cool ist der Schokoladenpudding, der tatsächlich weniger braun ist. Also wenn man schreibt, glaube ich, erkennt man ganz gut, dass das ein Braun ist. Auf dem Klecks würde ich es eher, wenn er eine Schicht hatte, das sieht man, also man sieht, wo ich so eine zweite Schicht aufgetragen habe, dann wird er eher so ein bisschen morphiger. Und umso mehr man dann an Tinte hat, umso dunkler wird er. Also er hat, ist auch noch ein bisschen nachgedunkelt. Aber finde ich richtig cool. Diese Kärtchen sind natürlich auch richtig gut dick, sodass da nichts durchgeht. Und das freut mich jetzt so ein bisschen, meine Sammlung an Tinte, die ich jetzt hier habe, wenn auch nur klein und alles nur Proben. Aber da dann einfach so nach Lust und Laune zu sagen, okay, jetzt benutze ich mal die 2 Milliliter, das finde ich richtig cool. Natürlich muss man sagen, sind dann die Tinten nicht ganz günstig. Also ich glaube, so ein Gläschen fängt dann auch irgendwie bei 13, 15 Euro an. Ich glaube jetzt auch die 2 Gläser von Papier und Stift, dürft ihr mich gar nicht mehr fragen, was die gekostet haben. Sie waren nicht so teuer, 5, 6 Euro, wo ich dachte, ja, probiere ich einfach mal aus. Aber bis jetzt muss ich echt sagen, es macht schon Unterschied, ob man eine blaue Königsblau von Pelikan benutzt oder tatsächlich irgendwie mal so ein bisschen was Special. Also bis jetzt begeistert. Das so als kleiner Einschub zum Thema Tinte, Füller, welche Verwendungen, was gibt es so ein bisschen, und wirklich große Kanalempfehlung auch für Sibi, die natürlich Booktube macht, aber eben auch wunderbar ist, über ihre Füllerliebe spricht, über ihre Sammlung und was das ganze Journaling angeht. Also schaut super gerne mal bei ihr vorbei und schreibt mir, wie gesagt, super gerne, ob ihr gerne mit Füller schreibt, ob ihr da Vorlieben habt, vielleicht ob ihr auch coole Tinten kennt, wo ihr sagt, Steffi, den Füller oder die Tinte, probier da mal den Hersteller aus, dann super gerne auch in die Kommentare, lasst uns da ein bisschen quatschen. Und ich hoffe, dass euch der Einschub in diesen September-Vlog dann auch Spaß gemacht hat, so viel wie mir. Auch wenn Tinte und Füller vielleicht gar nicht euer Thema ist, ist es doch ganz schön, wenn wir ein bisschen mehr als nur das Hobby Lesen vielleicht irgendwie miteinander teilen. Ja, so viel von mir, und weiter geht's dann natürlich mit der lesenden Steffi. Ich habe das Buch vor einer knappen Viertelstunde beendet und es ist für mich ein Highlight geworden. Und ich habe gerade gegen Ende, wirklich, ich glaube, man sieht es noch, das ein oder andere Tränchen verdrückt, und ich fand es einfach wunderschön, wie es aufgelöst wurde. Ich mochte diesen ganzen Zeitreiseeffekt, ich mochte, dass Dinge eben schon passiert sind, als sie passiert sind, und man eigentlich nach wie vor seine Vergangenheit einfach nicht verändern kann. Ich mochte den Egoismus, den Cassie an den Tag gelegt hat. Denn sind wir doch mal ehrlich, wir normalen Menschen würden mit der Möglichkeit des Zeitreisens wahrscheinlich nicht die Weltgeschichte ändern. Also ich bin ganz ehrlich, ich nicht. Ich würde ja zu lieben Menschen zurückreisen und nochmal ein Gespräch führen. Und
Ja, das macht Cassie und das ist einfach perfekt und wunderschön. Cassie ist für mich eine total tolle Protagonistin. Sie ist stark, sie ist tough, sie hat das Herz am richtigen Fleck und sie ist einfach menschlich. Sie handelt total nachvollziehbar, so würde ich im Grunde auch handeln. Und Cassie hat ganz viel von mir, beziehungsweise, glaube ich, ist das wirklich mal wieder eine Protagonistin, die einfach menschlich ist, die echt ist, die nicht drüber ist. Und das macht super viel Spaß. Ich mochte ihre Freundin Issy. Ich mochte Drummond Fox als ja, Bibliothekar mit seiner wunderbaren ja, Bibliothek der magischen Büchern und allerhand anderen. Ich mochte die Nebencharaktere richtig, richtig gerne. Ich finde, sie haben sich alle wunderbar in dieses Bild eingefügt. Sie haben eine tolle Gruppendynamik gezeigt, ohne dass wir in zig Perspektiven gewechselt sind. Ja, es gab immer mal einen Perspektivschwenk, aber nicht unbedingt zu unserer Gruppe, was ich gelungen vom Schreibstil fand. Ich mochte diese ganze Welt rund um diese magischen Bücher. Ich mochte die Reisen, die wir so ein bisschen unternommen haben, nicht nur zeitreisemäßig, sondern eben auch, wo wir so ein bisschen unterwegs waren, als wir in Kairo waren, als wir irgendwie in New York waren und da vielleicht auch was gesehen haben, womit wir nicht gerechnet haben. Ich mochte das sehr, sehr, sehr gerne. Ich hätte davon vielleicht noch eine Spur mehr sehen wollen. Hat natürlich so ein bisschen auch an Chumpas erinnert, wenn sich jemand an den Film mit Hayden Christensen erinnert. Der ist doch, konnte sich doch auch irgendwie so auflösen. Ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. War leider kein ganz so guter Film, aber ja, am Ende hat man ja doch, also ich zumindest den einen oder anderen Film gesehen. Und ich mochte die sehr coole Idee. Ich mochte, was daraus gemacht wurde. Ich mochte, wo der Schwerpunkt hingelegt wurde. Ich fand es toll, dass es nur so eine ganz zarte Anliebelungsgeschichte gab, dass Freundschaft ganz, ganz oben stand. Wir haben das so, so, so selten, dass Freundschaft oben steht. Jedes Fantasy-Buch hat mittlerweile irgendwie eine romantische Geschichte und ja, auch hier gibt es ein zartes Bändel, aber überhaupt nichts, dass das in den Vordergrund rückt, sondern Freundschaft, diese Gruppe, wie sie zusammenwächst, wie sie gegen das Böse kämpft, wie das Böse gezeigt wurde, wie, ach, das war, es war einfach wirklich fast perfekt. Also eine wahnsinnig tolle Geschichte, die mich begeistert hat, die Spannung hatte, die coole Ideen hatte, die mich mitgerissen hat, die mich emotional wirklich im letzten Drittel oder im letzten Viertel sehr, sehr berührt hat, die Themen aufmacht, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für manche Menschen vielleicht zu viel Emotion in dieser Art Urban Fantasy Geschichte ist. Ich fand es nicht. Ich mochte all die Geschichte rund um Mr. Webber. Ich fand toll, wie Cassie hier agiert hat. Ich mochte ihre Kindgeschichte, ihre Jugendgeschichte. Ich mochte, wie sie die Zeit dann irgendwie, die sie zusätzlich hatte, genutzt hat. Ich mochte auch einfach diesen ganzen Zeitreiseaspekt. Ich war anfangs, als das auftauchte in der Geschichte, sehr kritisch und dachte, naja, ich dachte eigentlich, wir reisen jetzt mit dem Buch nur von Land zu Land und sind irgendwo einfach Abenteuer unterwegs und dachte, ach ja, Zeitreisender, hoffentlich, ja. Und das ist einfach toll gemacht. Ich fand die Logik der Zeitreise toll. Ich finde bei Zeitreisen immer wieder schön, dass man Dinge nicht verändern kann, sondern sie in unserer jetzigen Zeit im Grunde schon passiert sind. Und mit all diesem Wissen, es war einfach schön. Es war eine total schöne Geschichte, die mich total begeistert und ich mich wirklich ein bisschen ärgere, dass ich sie als E-Book habe und sie jetzt erstmal nicht ins Bücherregal wandert, weil das ist für mich definitiv ein Buch, wo ich wahrscheinlich mal irgendwie in 4, 5 Jahren denke, ach, das rereadest du, was ich glaube ich auch gerne wirklich Fantasy-Lesebegeisterten ans Herz legen würde. Es ist ein Standalone, es ist wirklich tolle Urban Fantasy, die nicht zu viel Magie, zu viel Fantasy anhat. Vielleicht auch für Einsteiger, die eben diese Idee eines Buches toll finden, mit dem man reisen kann, auch Zeitreise, auch so ein bisschen das Gut gegen Böse, all diese verschiedenen Bücher kennenlernen und auch so ein Freundschaftsbuch. Das ist etwas, was man wirklich nur noch selten leider findet, weil alles muss ja irgendwie Romance, Liebeleien irgendwie haben und ja, ich fand es wirklich toll. Also für mich wirklich ein Highlight. Ich
bin gerade wirklich total geflasht und begeistert. Und ich habe es ja gestern Abend schon gesagt, oh, ich konnte die Seiten, oder heute früh, war das heute früh? Ich weiß gar nicht, wann ich den Clip aufgenommen habe, dass mir nicht mehr viel zum Ende fehlte. Und dann musste ich ja heute auch noch den ersten Teil des Vlogs vordrehen und konnte ja noch nicht so sagen, dass ich auf dem Weg eines Highlights bin. Das hat mich echt geärgert. Wenn ein Schnipsel vom Vlog fehlt, das ist echt, ja. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Vlog diesmal begeistern. Ich hoffe, dass euch die Impressionen zum Buch gefallen haben, dass ihr vielleicht Lust bekommen habt, mal wieder zu Urban Fantasy zu greifen und euch da einfach einen Tipp mitnehmt. Für mich wirklich ein Highlight. Ich bin restlos begeistert und fand es einfach richtig, richtig toll. Eine perfekte Mischung. Ja, einfach mal wieder was, was mich wirklich ja, mitgerissen hat, begeistert hat. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Vlog. Schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Vielleicht auch, wenn ihr Bücher habt, die in eine ähnliche Richtung geht oder auch mal nicht Romance, Fantasy-Geschichten. Tipps sind immer sehr, sehr gerne gesehen. Und auch gerne mal Standalones, was es ja im Fantasy-Bereich tatsächlich auch eher selten gibt, muss man ehrlich gestehen. Ja, das Buch war einfach toll. Richtig, richtig schön. Und ich, ja, bin total happy, dass ich es gelesen habe, dass ich euch ein bisschen mitnehmen konnte und hoffe, ihr hattet da genauso viel Spaß wie ich. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.